So, wir stehen jetzt gerade bei welcher Galerie? Bei der Galerie Probst. Aus Berlin. Berlin. Aus Berlin. Aus dem wunderschönen Berlin. Aus der Suarez Straße in Berlin-Charlottenburg. Sehr, sehr schön. Und was, wir sind jetzt am dritten Messetag. Seid ihr zufrieden soweit? Ja, wir sind sehr zufrieden. Die Location ist ganz, ganz toll. Also es macht echt Spaß hier. Nette Kollegen, also zum Vernetzen, tolles Publikum. Also wir sind sehr glücklich heute, also hier zu sein auf der Paper Position. Freut mich zu hören. Geht's auch wieder los, Messe. Ja, wir haben uns alle sehr danach gesehnt. Ja, endlich auch wieder Publikum haben zu dürfen. Und ihr zeigt dieses Mal eine Solo-Präsentation, oder? Mehrere Werke. Zwei. Einmal hier auf der Wand zeigen wir Julia Susinka, eine junge Künstlerin aus Düsseldorf, die aber in Berlin lebt. Und auf der anderen Seite, wollen wir da kurz hingehen? Ja, gerne. Hier zeigen wir, das ist eine chinesische Künstlerin. Und wir sind sehr, sehr glücklich, sie zu haben. Das ist Fu Xiangtong. Und wir sind ihre Galerie in Europa, da sind wir sehr glücklich drüber. Und Fu Xiangtong arbeitet mit Reispapier, das sogenannte Xiong-Papier, was seit der Tang-Dynastie so hergestellt wird. Traditionell wird dieses Papier für die Kalligraphiemalerei verwendet. Und Fu hat einfach entdeckt, während ihres Studiums an der Kunstakademie in Peking, in Beijing, man kann ja noch viel mehr machen mit dem Material und perforiert dieses mit einer Nadel. Und dadurch entstehen halt diese unterschiedlichen Reliefs, je nachdem, wie der Einstichwinkel ist. Also sie macht mit der Nadel zum einen die Löcher rein, aber zum anderen drückt sie das damit dann auch nach außen oder nach innen? Wunderbar, da hat sie nur gerade reingedrückt. Da kommt halt nicht, entsteht kein Relief. Und hier hat sie es ein bisschen, muss man näher ranzoomen, sonst entsteht man das nicht. Und sie bedient sich halt den traditionellen Motiven und abstrahiert sie, die aus der Kalligraphiemalerei kommen. Wasser, Steine, Berge und führt sie über sozusagen in die Moderne. Das ist Fu Xiangtong aus China, aus Peking. Macht sie das ausschließlich mit den Nadeln oder ist da auch irgendwelche Farbe dabei, sonst keine Bearbeitung? Nur Nadel. Und dieses Bild hat, sie zählt sie auch mit, ja, man mag es nicht glauben, dieses Bild hat 207.936 Pinpricks. Wie zählt sie die denn bitte mit? Bei der Arbeit. Und da oben ist das relativ gut erkennbar, das ist eine Gebirgslandschaft, wenn man nach irgendwelchen bekannten Formen aus der Natur sucht, aber was ist das, abstrakt oder? Steine. Das sind abstrahierte Steine. Wunderbar, dann können wir ja auch noch mal kurz uns die Dinge von Julia Susinka anschauen. Susinka, Verzeihung. Und ja, aber ich würde doch sagen, Julia ist auch hier. Sie erzählt es doch eigentlich viel besser selber. Julia. Ja, hi. Hallo Julia, ich bin Tim, freut mich. Du hast uns hier, die ganze Wand ist von dir bespielt. Ganz genau, ja. Und du gehst zum einen, reißt du diese Sachen in den Rahmen, das sind wahrscheinlich gerissene Blätter und die anderen sind auch gerissene Blätter, die du dann irgendwie noch in die dritte Dimension führst, oder wie? Ja, das kann man so sagen, ja genau. Ich grundiere oder bemale großflächig Aquarellpapier, dann zerreiße ich das und füge das wieder zu entweder diesen Collagen zusammen oder halt auch zu raumfüllenden Installationen, die man begehen kann. Das kann man natürlich jetzt hier nicht sehen, aber so für Ausstellungsräume, ja. Okay, also das geht dann teilweise noch weiter. Hier sind wir ja irgendwie noch an die Wand gebunden, aber du machst dann teilweise auch Sachen, die von der Decke hängen oder durch die man durch... Also ich mache auch immersive Rauminstallationen, in die man richtig eintauchen kann als Besucher. Ja. Die man auch gerade bei uns in der Galerie sehen kann, sollten wir nicht vergessen zu sagen. Ist ja auch nicht weit. Nee, ist gleich um die Ecke und in unserer Galerie haben wir Freitag ihre Ausstellung geöffnet, Offbeat. Und da zeigen wir sie halt neben ihren... Papierarbeiten halt mit ihren dreidimensionalen pastösen Ölarbeiten und halt dieser fantastischen Rauminstallation aus Stoff. Also du machst diese Formen und diese naja, Dinge, die so die Rahmen sprengen und zu einem vorschreiten, auch in Öl? Ja, also ich habe Malerei studiert in Düsseldorf und komme eigentlich von der Malerei her und diese Papierarbeiten haben sich eigentlich im Nachhinein entwickelt. Ja. Das Bedürfnis auch so aus der Leinwand herauszutreten und dann hat sich, ich glaube, während verschiedener Artists in Residencies das vom Objekt in den Raum entwickelt haben. Okay.
Und du bist auch zufrieden bisher mit der Messe? Ja, sehr. Total schön. Ich finde gerade diese intime Atmosphäre sehr schön. Es ist so, man kommt schnell ins Gespräch mit den Kollegen und Besuchern. Du bist zufrieden auch damit, wie deine Werke präsentiert sind und wie sie wirken? Ja, da würde ich jetzt mal sagen, bin ich mehr als zufrieden mit, also sehr glücklich sogar. Es ist natürlich ein totaler Luxus, hier so eine riesige Präsentation auf so einer Messe zu haben. Das ist schon toll, ja. Ja, und auch die Beleuchtung, finde ich, funktioniert schön. Also das ist da drin dann auch ein schönes Licht- und Schattenspiel, wo dann auch die... Also du hast ja nicht nur den rechteckigen Rahmen, sondern es geht darüber hinaus und dann nochmal mit den Schatten von den verschiedenen Spots hat das eine weitere Ebene, finde ich passend. Ja, würde ich dir recht geben. Das ja. Das ist einfach ein toller Raum, ja, für Papierarbeiten. Ja. Gut, dann viel Erfolg noch. Ja. Und auch mit der Ausstellung. Wie lange ist die noch zu sehen? Bis Ende Oktober ist die noch bei uns in der Suarezstraße zu sehen. Perfekt, danke schön. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Wir gehen jetzt zur Galerie Schindler aus Potsdam. Nicht so eine weite Anreise, aber ihr habt uns ein paar Sachen mitgebracht, ja? Ja, wir haben hier zwei Künstlerinnenpositionen. Das ist zum einen hier die farbenfrohe Malerei auf Papier von Sue Weiss. Eine Potsdamer Künstlerin, ist eine Künstlerin der ersten Stunde meiner Galerie. Sie war noch im Studium, während ich in der Gründungsphase meiner Galerie war und wir machen seit Anfang an miteinander Ausstellungen. Wie alt ist die Galerie dann? Meine Galerie ist jetzt fast 2 Jahre alt. Und wir sehen jetzt hier eben Malerei auf Papier. Die Sue geht für diese Arbeiten tatsächlich nach draußen. Das ist eine Plenärmalerei. Sie hat hier zwei Motive, Zensee und So sanft. Die sind am Lietzensee entstanden. Wenn sie, das Besondere an diesen Bildern ist, wenn sie draußen ist, hat sie so einen, oder wenn sie auch auf Papier malt, hat sie so einen ganz lockeren, leichten Pinselstrich. Sie geht da ganz, ganz locker mit ihren Stiften drüber und diese Leichtigkeit versprühen diese Malereien. Der Vielfarbigkeit auch, wahnsinnig lebendig. Und ganz Zensee, ist das ein Wortspiel mit Lietzensee und Zen? Sehr gut, sehr gut. Da ist noch keiner drauf gekommen, richtig. Der große Zensee ist doch, nee, Zernsee ist in Werder. Den gibt es doch auch noch. Das weiß ich gar nicht, ob es den, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist in der Tat so, das ist ein Wortspiel, Lietzensee. Und ja, was ich noch betonen möchte, ist, dass ich finde, die Künstlerin ist absoluter, sie ist perfekt in ihrer Farbkomposition. Jedes dieser Bilder, es gibt sehr viele aus dieser Reihe, ist so ein perfektes Farbzusammenspiel, dass es einfach eine Freude ist. Und es ist einerseits wohl überlegt, wo setze ich die Farbe, aber trotzdem hat es auch eine unglaubliche Leichtigkeit. Und quick lebendig. Auch die Seesituation, also ich sehe darin nicht nur Darstellungen vom See, sondern auch der Stimmung und der Emotionen, ja, der Leute, die da an einem, ja, schönen Sommertag oder an einem schönen Frühlingstag am, genau, See sitzen und lebendig sind. Sie betont es, dass es am Lietzensee entstanden ist, aber es ist im Grunde nicht wichtig, wo das entstanden ist. Es kommt irgendwie trotzdem aus ihr raus und ja, und offensichtlich ist dieses Draußenarbeiten für sie eine sehr wohltuende Tätigkeit. Genau. Und wart ihr schon häufiger auf der Paper Positions oder ist das erste Mal? Das ist unsere erste Paper Positions. Wie ist der Eindruck? Ich finde, es ist ein ganz tolles Format. Es ist eine schöne Größe, es ist überschaubar. Wir haben hier einen, also ich habe das Gefühl, jeder Stand wird gleichmäßig besucht. Das ist nicht wie in größeren Messen, wo vielleicht manche Orte weniger besucht werden als andere. Ich finde, es ist eine sehr angenehme Größe. Interessantes Publikum, tolle Gespräche, sehr interessierte Menschen. Das freut mich zu hören. Ja. Dann wünsche ich noch weiter viel Erfolg. Vielen Dank. Und vielen Dank für die Zeit. Danke. Wir schauen uns weiter etwas um.
Jetzt haben wir gerade die Galeristin oder Künstlerin von der Galerie Von und Von. Mit wem spreche ich denn? Ich, ja. Mitarbeiterin. Was habt ihr denn aus Nürnberg uns mitgebracht? Ja, wir haben zwei Künstler dabei. Einmal den Josef Hirthammer. Da haben wir hier diese... Stellen wir uns doch gerade mal kurz davor. Genau, stellen wir uns mal gerne davor. Das sind Zeichnungen, also das ist ziemlich spannend. Das ist einmal hier auf schwarzem Karton mit einem Weißstift gemalt und das andere ist ganz klassisch auf weißem Papier, dann aber in dem Fall jetzt mit Kohle und Graphit. Also das ist so ein ganz schönes Spiel, diese beiden Bilder entsprechend, positiv und negativ. Und ganz schön auch, dass das Medium gar nicht so im ersten Moment greifbar scheint. Erinnern so ein bisschen an alte Glasdias zum Beispiel. Genau. So detailhafte Naturfotografie. Detailliert, genau. Und, hat die Künstlerin oder der Künstler da auch einen Hintergrund in dem Bereich oder ist das einfach eine Formensprache, die ihn interessiert? Das ist einfach ein ganz großes Thema bei ihm und kommt also jetzt nicht nur Pflanzen, aber macht auch Skulpturen und da kommen eben auch Pflanzen drin vor. Er sammelt, also eigentlich das Natur als unendliches Thema und malt aber auch jetzt zum Beispiel in der Art nicht nur florale Motive, sondern eben auch Tiere, zum Beispiel Quallen, also so ähnlich. Und wir haben hier dann als zweite Künstlerin... Ja, plötzlich sehr farbig. Laura Abraham, das ist so ganz lustig, weil im Endeffekt die Farbe, könnte man sich ja denken, springt vielleicht so ein bisschen sogar auf die Bilder so rein. Intuitiv denkt man immer bei Blumen an Farbe und da ist es eben so reduziert. Und hier Laura Abraham, eine junge Künstlerin aus Düsseldorf, hat in Düsseldorf studiert, war interessanterweise zuerst in der Bildhauerklasse. Und das sieht man irgendwie auch, wenn man es weiß, den Bildern so ein bisschen an, weil die ja so viel Volumen irgendwie haben. Ja, sie arbeitet mit diesem Farbauftrag, der dann an den Pinseln so ein bisschen durchbrochen wird, also wie eine Spirale, wie eine Feder. Genau, also das ist ja wirklich fast skulptural jetzt, wie sie das jetzt bearbeitet und auflöst. Und malt auch sehr große Leinwandarbeiten. Ist dann im zweiten Semester zu Katharina Grosse in die Malereiklasse gewechselt, also daher auch diese expressiven Farben eben. Und ja, dann Meisterschülerin bei Ellen Gallagher, ist seit 2 Jahren fertig. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir die Arbeiten hier haben. Wie kam denn die Entscheidung, die beiden Positionen zu verknüpfen? Ja. Das, was ich eigentlich schon angedeutet habe, also zum einen ist es so, natürlich hier ist ja die Vorgabe des Papier, nicht alle unsere Künstler arbeiten auf Papier, das ist schon mal ganz klar. Und dann war eben einfach der Gedanke, sehr viel Farbe, muss man natürlich auch einen entsprechenden Kontrast setzen mit Schwarz-Weiß. Und wenn man eben einfach so diese Linien verfolgt, bei dem einen und beim anderen Künstler oder diese Schwünge, dann gibt es auch so gewisse Parallelen. Man muss sich vielleicht ein bisschen einsehen, weil es nicht so auf den ersten Blick funktioniert. Aber eben auch die Farbe, die dann wieder zur Blume kommt. Also es funktioniert, glaube ich, hoffe ich. Ich finde auch, es funktioniert. Es ist sehr vage, aber ich sehe auch ein bisschen Pollenflug. Super. Gut, vielen Dank. Hallo,
Wir stehen jetzt gerade bei Gräfe Art Concept, auch aus Berlin, und haben hier zwei Personen bei uns. Eine Person, wer sind Sie? Mein Name ist Gräfe, ich bin die Galeristin. Und Sie haben uns hier etwas ausgewählt und entschieden, das muss auf der Paper Positions ausgestellt werden. Was haben Sie mitgebracht? Ja, also wir stellen hier eine Künstlerin vor, eine Bildhauerin, Mitte 60, die ihre Ausbildung in Weißensee gemacht hat und die neben Holzplastiken, farbig gefassten Holzplastiken, schon relativ vielseitig aufgestellt ist. Sie ist nicht nur Plastikerin, sie ist auch Malerin. Sie gestaltet Papierarbeiten. Also die Werke hier sind auch von alles, ihr? Alles. Was wir in den Wänden sehen und auch die Sachen, die hier auf dem kleinen Podesten stehen, sind alles relativ neue Arbeiten von Solveig Bolduan. Also Papier, Hauptthema. Ja. Was ganz interessant ist, sind diese gestickten Bilder. Das ist gestickt. Auf der Gegenseite haben wir die gleiche Stickerei nochmal, allerdings anders gefasst, in anderen Farben. Aha. Sie kaufen also mit einem Bild sozusagen zwei Bilder. Deshalb heißen die auch Wendebilder. Und wenn Sie Lust haben, zeige ich Ihnen mal die Rückwand zum Beispiel von dem Bild. Wenn Sie das ja, sehr, sehr gerne. Wenn Sie das mal so ein bisschen einkreisen. Das habe ich nämlich heute, gucken Sie, das kann man das auf dem Handy erkennen oder ist das schlecht? Wir können es ja mal versuchen. Also das ist jetzt exakt von diesem Bild die Rückseite und dann die gleichen Formen, die gleichen Stickereien, nur in anderen Fädenfarben. Ja, also das ist so, dass das Prinzip des Wendebildes. Mit einem Bild kaufen Sie zwei. Wir haben die Seite genommen, die Sie selbst favorisiert. Okay. Ich muss ehrlich sagen, in dem Fall gefällt mir die andere Seite mit diesem grün gefassten. Mir persönlich spricht das mehr aus der Seele. Ja? Aber das ist ja auch eine Abwechslung, die man dann einfach je nach Stimmung, je nach Jahreszeit verändern kann. Und das war interessant, gestern hat mir ein Herr erklärt, was eine Möglichkeit ist, man könnte beidseits ein Passepartout machen, eine schmale Leiste und dann kann man das wie ein Raumteiler hängen. Ja, dass es von beiden Seiten anschauen kann. Ja? Na klar kann man es auch immer wechseln, mal die und mal jene Seite nehmen, aber das finde ich total interessant. Habe ich vorher noch nie gesehen, ich kenne keinen Künstler, der so arbeitet. Ich habe das jetzt, also hätten Sie es mir nicht gesagt, dann hätte ich das natürlich auch nicht erwartet, dass da hinten noch was ist. Ja. Und bei diesem Werk, bei dem, wo die Kamera gerade drauf ist, sind da auch irgendwelche Wachse oder was ist das für eine Oberfläche? Ist das nur Farbe? Ja, es ist immer ein Mustermix. Und zwar, wenn Sie genau schauen, ist hier noch eine Naht zwischen. Sie hat einfach Pergamentpapier auf das normale Zeichenpapier aufgenäht. Aha. Da kleben ist immer ein bisschen problematisch, es gibt eine Verwerfung. Die einfachste Möglichkeit ist, die Nähmaschine zu nehmen, das drüber zu nähen. Okay. Und das macht sie mit Begeisterung. Ja, und also mit viel Geschick. Ja. Aber wir können nicht weggehen, ohne noch kurz über die über diese Figuren hier zu sprechen. Über dieses Nashorn zum Beispiel hat auf jeden Fall vorhin schon, ich habe gesehen, wie mehrere Leute dort ganz angeregt sich unterhalten haben. Schauen Sie sich mal die Ziege an. Den Aufbauprinzip kann man gut erklären. Es ist ein Holzgerüst, Latten, vier Holzlatten, hier können Sie gegenklopfen, Holz. Ja. Die sind hier lang, hochgezogen, haben Sie die Form. Und dann kommt da Stoff und Filz und Papier, immer im Wechsel, drumherum. Das wird dann festgenäht, festgetackert. Ja. Das ist Farbe drauf und fertig ist die Ziege. Die Anleitung. Ja. Ich werde das wahrscheinlich nicht so toll hinkriegen wie die Künstlerin. Aber die Kessel, die hat etwas, ja? Absolut. Und ich finde auch die teilweise Sichtbarkeit von den Fäden und von den Nähten wunderbar. Alle Arbeiten, die ich von ihr kenne, haben alle so einen gewissen Pfiff, so eine Lebensbejahung. Die haben alle irgendwie etwas Fröhliches, dass man sich freut. Ja, und handwerklich perfekt. Handwerklich einfach perfekt. Und sehr verspielt. Schöne Objekte. Und sehr vielseitig, ja? Ja. Vielen Dank. Bitte. Und weiterhin viel Spaß. Danke.
einen Stift gefallen. Wunderbar. Oh, der Stand gegenüber ist aus Halle. Welche genau. Galerie? Galerie Paul Scherzer. Und ich spreche auch mit Paul Scherzer. So ist es. Was hast du uns mitgebracht? Einmal Ulrike Zabel und einmal Hanna Sass. Bleiben wir doch mal kurz bei dieser Außenfläche. Sind das Drucke? Nein, das denken viele, aber das sind sehr feine Zeichnungen, zumindest die vier hier oben. Und das sind Aquarelle. Ja. Okay, was für, also wie kommt es zu dieser Auswahl von Formen oder von Rastern? Ulrike hat ganz verschiedene Formen. Aber ich denke, sie hat oft eine Idee von so einem kleinen Element oder so einem Modul und dann entwickelt sie solche Figuren zum Beispiel, so eine Form wie so eine Qualle oder so eine Blüte, dann eben aus dem Papier heraus, würde ich sagen. Also sie entwickelt aus kleinen Strukturen größere Flächen. Okay, hat sie auch irgendeinen Hintergrund in so einer, also es hat viel von so mikroskopischen Aufnahmen von Zellen oder von DNA oder von irgendwelchen Naturformen. Ja, stimmt, das sieht so ein bisschen danach aus. Weil ich glaube, es ist nicht von ihr so gewollt, dass das jetzt zum Beispiel jetzt Chromosomen sind oder so. Okay. Das sind dann eher so Formen, die man dann darin erkennt, aber nicht so angelegt. Es geht vor allem um die Ästhetik der Form. Ja, genau. So kann man so sagen. Und ich glaube halt auch, dass es, ja, für mich macht es immer so einen meditativen Eindruck auch. Ne? Also es sind ja, wenn man solche Punkte zeichnet, beziehungsweise malt, die ja sind mit dem Pinsel gemalt, dann ist es ja auch eine Form der Konzentration, die man braucht, um so genau solche Sachen zu setzen auch. Ne? Und ich glaube, das spielt eine Rolle in ihrer Arbeit. Also und auch der Wiederholung. Auch die Präzision. Genau, ja. Ich finde das auch sehr schön und ruhig gerahmt. Also tolle Passepartouts, ganz tolle, unaufgeregte, helle Rahmen. Gehen wir doch mal zu Hanna Sass. In die Ecke, zu der anderen Position. Genau. Das ist eine Radierung von Hanna Sass. Hanna Sass arbeitet sehr körperlich, das heißt, sie benutzt große gestische Bewegungen. Eigentlich eine klassische Kaltnagelradierung, bloß sie benutzt auch gern Werkzeuge wie zum Beispiel Winkelschleifer oder eine Axt und reißt halt richtig in diese Kupferplatte rein. Und dadurch entstehen diese eigenartigen Formen. Die, ich finde auch noch mal so ein bisschen, dass diese aggressive Art, wie sie da arbeitet, oder diese sehr starke Art auch noch enthalten, aber durch diese Radierung, wo man ja eigentlich sehr präzise und sehr vorsichtig sein muss, wieder so ein bisschen gebunden ist. Mag ich eigentlich sehr gern. Und ähnlich ist es bei den Holzschnitten. Das sind Holzschnitte, wo sie verschiedene, ich glaube, drei Schichten verwendet hat. Und auch dort hat sie mit einem Winkelschleifer gearbeitet. Also hier hat sie gar nicht mit Winkelschleifer, aber dort sieht man auch noch an der Form. Und das ist auch noch eine spezielle Technik, nämlich die Eliminationstechnik, wo man dann eben die einzelnen Druckstöcke auch noch weiter bearbeitet. Okay, man sieht es da jetzt auch sehr deutlich, dass das so industrielle Spuren sind von Holzbearbeitungen, die natürlich sonst nie in Holzschnitt dann noch verewigt werden. Sind auch sehr neue Arbeiten von ihr. Okay. Ja. Also alles ganz frisch. Ist das auch eine Künstlerin aus Halle oder wie mit wem arbeitet ihr so rum zusammen? Also ich habe die Galerie 2019 gegründet, habe selbst an der Burg studiert und alle Künstler, die ich aktuell vertrete, sind bekannte Freunde, Kommilitonen. Ja, und alle auch aus der Burg. Sehr, sehr schön. Ja, viel Erfolg mit der jungen Galerie und mit mit den letzten Tagen der Positions. Ist ja nicht mehr so viel Zeit. Aber bisher seid ihr zufrieden? Sehr zufrieden, ja, wirklich. Auch gerade Ulrikes Arbeiten kommt wirklich gut an. Also wir können uns nicht beschweren. Wunderbar. Schön, freut mich zu hören. Ja, danke. Dann bis bald. Bis bald. Kannst du doch noch mal kurz...